So, wir stehen hier vor der Werkstatt und hier ist auch das Motorrad. Und jetzt kommen wir auch gleich dazu, um was es jetzt hier überhaupt ging. Aber jetzt nehme ich erstmal das Motorrad, fahr los. Ivi fährt vor mir, weil das ist ja ihr Motorrad. Ja, und dann erzählen wir mal, um was es gegangen ist, ne? Oder um was es eigentlich geht. Also bis gleich auf der Straße. So, und jetzt willkommen zurück und somit auch gleich mal herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, und um was geht es heute? Heute geht es darum, was kostet eine 20.000er Inspektion. Genau, also vornweg, damit ihr es gleich schon mal wisst, wir haben für die Triumph Tiger 900 Rallye Pro haben wir jetzt in einer freien Werkstatt 804 Euro bezahlt. Ja, und wie setzt sich jetzt das Ganze zusammen? Also, damit man so ein bisschen versteht, wir hatten jetzt nach dem Winter, haben wir gemerkt, Ivi ist mit dem Motorrad gefahren, und haben wir schnell gemerkt, oh, sie hat auf der Hinterrad, also auf dem Hinterrad, keine Bremswirkung mehr. Das heißt, Pedal war lose. Dann habe ich mir das Ganze mal angeschaut und dann ist mir aufgefallen, dass von der Bremsflüssigkeit einfach gefehlt hat. Ja, dann war klar, irgendwo was stimmt da nicht. Und dann haben wir gesagt, gut, ich kann das nachher nicht entlüften. Also gehen wir ab zur Werkstatt und dann machen wir jetzt schon mal die 20.000er Inspektion mit, weil wir sind jetzt bei 18.500. So, normalerweise ist es so, dass ich ja die Inspektion eigentlich immer selber mache, zusammen mit der Ivi. Und diesmal hat sich es halt so ergeben, gerade wegen der Bremse, dass wir gesagt haben, komm, was soll's, wir gehen in eine Werkstatt. Ja, dann war es eigentlich so ein Zufall, dass wir gesagt haben, so, wir gehen jetzt nicht zur Vertragswerkstatt, weil die Garantie ist sowieso rum. Und wir gehen zu einer freien Werkstatt, ganz netter Kerle. Ja, was kostet das im Vorfeld? Haben wir gesagt, hätte also die 20.000 Inspektion mit vorne noch die Bremsbacken wechseln, mit hinten die Bremsbacke wechseln und entlüften. Und genau, und das Ventil. Spieleinstellung war noch mit dabei, weil das gehört einfach dazu, zu der 20.000er. Ja, immer gesagt hätte, ja, so um die 300 bis 500 Euro mehr wird es nicht kosten. Ja gut, es war aber klar, dass es wieder ein bisschen mehr wird, aber dann ja, von 300 bis 500 Euro auf 800 Euro, ja, ist ein bisschen heftig. Also was war jetzt so teuer? Wir haben uns mal die Rechnung jetzt angeguckt, damit ihr das auch mal wisst. Ja, wir haben hier einmal Luftfilter, 100 Euro. Also nur der Luftfilter besteht aus Papier, nichts Besonderes, 100 Euro. Also schon mal richtig heftig. Jetzt muss ich gleich aufpassen, weil da haben sie hier gerade einen Blitzer aufgestellt. Dass ich da jetzt mich hier verklappe und dann fahre ich zu schnell, hier darf man nur 80. Genau, also Luftfilter, 100 Euro. Dann hatten wir die zwei Bremsbacken und wir reden hier nur vom Bremsbacken vorne. Warte, ich glaube, es sind gar keine zwei, sondern vier. Wir haben ja auf jeder Seite. Ja, genau, vier Bremsbacken waren 200 Euro. Also nur die Bremsbacken ohne Bremsscheibe. Also 200 Euro. Dann für hinten nochmal 100 Euro die Bremsbacke. Und ja, netter Mann. Also es gibt noch Leute, die geben einen noch Lichthupe. Finde ich richtig cool. Ein scheiß Blitzer da immer. Und genau, das waren mal die Preise. Das Öl war jetzt relativ okay, muss ich sagen. Da waren wir, glaube ich, nur bei 30 oder 40 Euro fürs Öl. 10W40, das war jetzt nicht die Welt. Und ja, wie lange hat jetzt das Ganze gedauert? Wir haben jetzt so ungefähr, ja, lass es so knapp einen Monat gewesen sein. Also wir mussten einen Monat drauf warten. Ja gut, wir haben zudem gesagt, hey, die Saison beginnt. Er hat eh keinen Andrang, die Werkstatt war eigentlich leer, aber ja, das geht eigentlich richtig schnell bei ihm. Zwei, drei Tage, dann ist fertig. So, dann, fast einen Monat später, weil er hat gesagt, er hat, die Teile musste man bestellen, wegen dem Ventil einstellen, ist klar, da muss der Ventildeckel runter, glaube ich. Ventildeckel muss runter und die Ventildeckeldichtung muss man dann natürlich austauschen. Also an sich jetzt auch kein Problem. Er sagt, muss er extra in England bestellen. Okay, weiß jetzt auch nicht, warum wir das jetzt extra in England bestellen. Okay. Ja, und dann meint er noch, das ist ein ganz besonderes Modell, weil das ist so ein Zwischending
von dem ersten Modell und dem zweiten Modell, da war so ein Zwischending und da ist es hier drinnen, glaube ich, sagt das ist eigentlich Baujahr 2020, das ist eigentlich direkt das erste Modell, da gibt es eigentlich jetzt nichts, weil das war ja direkt das Baujahr. Ah, ja, weiß auch nicht, aber ja, es hat halt länger gedauert und dann, ja. Also das ist halt dann immer so Sache, wenn man sich versucht, noch irgendwie schön zu reden, wie der Preis und die Wartezeit und alles zusammenkommt und genau, also an sich ja, man hat natürlich schon damit gerechnet, dass es ein bisschen teurer wird, aber Leute, von der Werkstatt an sei so frei und dann man sagt einfach, du guck mal hier, das hat länger gedauert, da hatte ich jetzt mal keine Zeit und so, aber ja, einen Monat Wartezeit. Ich will jetzt aber auch nicht viel meckern, gell, weil sonst kriege ich es nachher wieder in den Kommentaren. Ja, das ist halt so, man muss überall warten. Naja, kann jeder so für sich beurteilen, wie er will. Also es hat gedauert fast einen Monat, also ich glaube eigentlich so gut wie einen Monat, noch 2-3 Tage. Gekostet hat das Ganze 800 Euro und ja, somit haben wir jetzt auch das Motorrad wieder zurück. Noch zu erwähnen, bei den 800 Euro war die, das Auslesen nicht mit dabei. Das heißt, hier der Inspektionsschlüssel hier, der ist weiterhin noch da. Das hat aber auch gleich gesagt, den kann er nicht auslesen. Das ist immer so eine Sache, Triumph. Kannst nur bei Triumph auslesen, BMW nur bei BMW und so weiter. Ja, das wäre eigentlich nochmal beim Auslesen, beim Motorrad ist es nochmal teuer. Da kann man eigentlich schon aus der Erfahrung heraus sagen, wäre das eigentlich nochmal ein Hunderter drauf gewesen. Also hätte man eigentlich gesagt, hätte mit dem noch auslesen, wahrscheinlich noch 900 Euro. Ja, genau. Das war jetzt mal so ganz grob die 20.000er Inspektion. Ich glaube, das könnt ihr auch eins zu eins übernehmen, weil wenn es bei uns 20.000 Kilometer sind und die Bremsen sind unter, dann werden die wahrscheinlich bei euch bei 20.000 Kilometer wahrscheinlich genauso sein. Deswegen ist es also wirklich eins zu eins, dass man sagen kann, die Inspektion wird bei allem wahrscheinlich so ziemlich gleich viel kosten. Noch kurze Anmerkung, habe ich ja schon gesagt am Anfang, es war eine freie Werkstatt. Die haben natürlich nicht den Stundensatz wie Triumph, deswegen mit allem drum und dran, wer jetzt das hier noch auslesen, hätte ich gesagt 900 Euro bei ihm. Jetzt müsst ihr das hochrechnen auf eine Vertragswerkstatt. Also das heißt, wenn eine freie Werkstatt eigentlich dann 900 Euro nehmen würde, wäre bei dem Gesamtpaket bei einer Vertragswerkstatt, ja, ich schätze mal, also mindestens 1100 oder 1200 Euro, würde ich jetzt mal schätzen. Und da finde ich, ja, macht das Ganze wieder ein bisschen zu teuer. Also ihr könnt mich aber auch gerne korrigieren, weil ich weiß nicht, was es sonst kostet, weil das war jetzt die erste 20.000er Inspektion bei dem Motorrad. Schreibt da mal gerne rein, was ihr sonst so bezahlt habt oder wenn einer jetzt da ist, der jetzt ein Kfz-ler ist oder halt Zweirad-Mechaniker, dass der einfach sagt, was das eigentlich kosten würde bei Triumph und dann wissen das die Zuschauer nachher auch. Genau, was haben wir noch? Nach der Winterpause haben wir noch gemerkt, dass die Sitzheizung hier nicht mehr geht. Und das ist richtig ärgerlich, Leute, weil den Sitz kann man hier natürlich so abmachen und dann haben wir natürlich also das Kabel, wo Strom rüberkommt, damit die Heizspirale laufen kann. Und das Kabel ist genau so lang, oder so kurz besser gesagt. Also es ist echt brutal kurz. Und auf kurz oder lang war klar, irgendwann reißt man das Ding einfach raus aus diesem kleinen Stecker. Und das war richtig, richtig nervig. Ich habe da probiert, einen ganzen Tag lang das alles wieder zu verlöten. Aber natürlich verlängert, verlötet, alles. Und es geht immer noch nicht. Also die Sitzheizung geht immer noch nicht. Da muss ich nochmal rein. Ja, wahrscheinlich ebenfalls nochmal einen anderen Stecker bestellen. Da muss ich mal schauen. Also das fand ich richtig, richtig ärgerlich. Und das darf eigentlich nicht passieren bei so einem teuren Motorrad, dass man den Sitz einfach abmacht und man ist eh immer vorsichtig, weil dieser Kabel einfach so kurz ist und dann reißt er doch einfach ab aus dem Stecker. Ah, also das ist sowas von ärgerlich. Das, ja, genau, also da muss ich nochmal ran und das noch machen und dann wäre Ivis Motorrad eigentlich auch schon wieder fit. Und ich merke schon, ich fahre echt kacke, weil ja, jetzt bin ich auch schon ewig lang nicht mehr gefahren. Und genau, jetzt bringen wir das Motorrad nach Hause und das war es eigentlich auch schon. Ich glaube, ich habe jetzt so viel geredet. Ich hoffe mal, ich habe auch alles gesagt.
Ja, da würde ich auch sagen, das war's dann. Wir kommen zum Schluss, weil mehr fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Also wenn noch Fragen sein sollte, haut es gerne noch in die Kommentare rein. Und ansonsten wünschen wir allen einen guten Start in die neue Saison. So, das heißt, das war's dann und genau, dann bis zum nächsten Video. So, noch ganz kurz. Ich bin jetzt daheim angekommen und dann habe ich schon gesehen, hier ist alles ölig, also komplett alles ölig. Und ja, hier beim Einfüllen, genauso beim Einfüllungsbehälter. Ja, ich habe jetzt gerade nochmal mit ihm telefoniert und gesagt, also komisch, gell, alles so ölig und so. Naja, mal schauen. Also ich werde jetzt hier erstmal alles nochmal reinigen und dann gucken, ob noch irgendwas ausläuft. Ich habe mal schnell geschaut, ob ich da irgendwas nachziehen kann. Das war jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt werde ich das reinigen, fahre nochmal eine Runde und dann mal gucken, ob's trocken ist oder nicht. So, also ich bin jetzt nochmal kurz gefahren und ich hoffe mal, dass es ja nichts mehr, dass da nichts mehr rauskommt. Also soweit sieht's gut aus jetzt vom Putzen. Ja, ich glaube, das war's. Wahrscheinlich haben die wirklich nicht sauber gemacht. Ja, genau. Also hier sieht's, glaube ich, auch noch ganz gut aus. Ja. Naja, genau. Also wenigstens ölt es nicht mehr, aber es wirkt wohl, dass es ganz okay ist. Muss ich nochmal richtig sauber machen und ja, genau. Also ob sowas ja passieren darf, ich weiß es auch nicht. Ärgerlich. Naja, in dem Sinne, das war's jetzt. Das Moped ist jetzt erstmal wieder da und dann passt es. Also dann, ciao, bis zum nächsten Video.